installiert. Und dann hat man 30% Einsparnis. Gut. Dann kann das auch an einem neuen Kühlschrank liegen. Ich meine, gibt es da, verstehen Sie, was ich meine? Naja, vielleicht einen neuen Kühlschrank und neuer Herd oder so. Aber gibt es da auch Ergebnisse, die im Labor nachweisen, von mir aus mit Leuten, die drumherum stehen und dran glauben, dass tatsächlich bis zu 30 und Sie sagen noch mehr Prozent an Einsparung möglich ist? Es ist so, dass wir eben einen ganz speziellen Weg gehen. Wir wissen, dass die traditionellen Institute und solche Dinge, zum Beispiel habe ich mit dem Fraunhofer-Institut in Deutschland drei Anläufe gemacht und gesagt, ich möchte bei Ihnen diese Technologie testen lassen. Und das Ergebnis war dann eben, dass es geheißen hat, was wir nicht kennen, können wir auch nicht testen. Es gibt auch einige spezielle Herausforderungen. Aber um auf die Praxisergebnisse zurückzukommen, wir nehmen quasi als Vergleichsbeispiel normalerweise die drei Vorjahre. Also den Durchschnitt von drei Vorjahren können da die Schwankungen sehen, sind zum Beispiel im Einfamilienhausbereich meistens innerhalb von etwa 10%. Wenn wir nun also quasi eine Absenkung von 30% haben, dann ist das signifikant und da können wir, wenn sich diese Ergebnisse dann häufen, wenn sie zu Hunderten kommen, dann ist es klar, was geschieht. Okay, aber in einem Labor hat man das noch nicht überprüft, weil man ja irgendwie nicht versteht, was da überhaupt passieren soll. Ja, einerseits und die Institute, die das prüfen müssen, die müssen zuerst verstehen lernen, wie das funktioniert, weil das sind spezielle Herausforderungen. Okay. Das heißt also, ein Elektron, das sich beschleunigt, das eben Informationen abgibt, das baut auch ein Feld. Das heißt, ich kann jetzt so ein Gerät einbauen, ich sage mal ein Einfamilienhausgerät, das bildet dann gleichzeitig ein Feld von 34 Meter Durchmesser. Und jetzt kann ich innerhalb dieses Feldes, weil dort über das Feld die genau gleiche Information, die auf den Strom wirkt, auch als Feld übertragen wird, jetzt kann ich nicht zum Beispiel innerhalb dieses Feldes einen Generator anschließen oder einen Verbraucher und parallel dazu ohne Maximus einen zweiten Verbraucher, weil die Information über das Feld auf beide Anlagen wirken würde. Das heißt, es geht eben eher darum, zum Beispiel in der Photovoltaik ist das möglich, wenn man zwei genau gleich gelagerte Betriebe nimmt, die müssen weit genug auseinanderstehen, die gleichen Betriebsbedingungen haben, gleiche Südlage, gleiche Neigung und so weiter, um dann parallel Versuche zu fahren. Ja, okay, aber wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und den Vostag Maximus dann erst dazu schaltet, dann fließt doch zuerst kein Strom und dann sollte sich auch das Feld nicht aufbauen. Oder? Ich meine, es muss doch relativ einfach möglich sein, das meint auch Mind Control, zurecht finde ich, die Energie oder die Leistung zu messen, die da durchgeht und dann im Vergleich dazu und dann zu schauen, um wie viel sie das senkt. Also ich verstehe die Frage, man muss auch mit speziellen Bedingungen angucken. Es ist so, dass die Elektronen, so wie ich schon geschildert habe, des traditionellen Stromes ja nur eine Teilladung haben. Und eben, wenn sie sich als Elektronen im Strom, also im Stromkabel vorwärts bewegen, sind sie rechtsdrehend. Das bedeutet nichts anderes, dass Elektrosmog entsteht und quasi die Auswirkung ist, es wird der Umgebung Energie entzogen. Wenn ich nun das heißt also mit anderen Worten, überall, wo ich elektrifiziert habe, verliert die Umgebung Energie. Selbst die Wände, die stehen ja auch aus Atomen, die geben Energie ab und wir haben dann in solchen Gebäuden sogenannte Energielecks oder einen Auslaugungsgrad, nenne ich es auch. Jetzt bauen wir den Maximus ein, drehen das ganze System von Energieentzug, damit Schwächung, Degeneration von biologischen Systemen, drehen wir das Ganze um, das Elektron ist jetzt linksdrehend, bewegt sich linksdrehend vorwärts, jetzt kommt es zu einer Energiezufuhr und jetzt geht die Energie, wenn wir sowas einbauen, zuerst in die Umgebung. Es werden die ganzen Energielecks und Speicher wieder gefüllt und das dauert seine Zeit. Das heißt, so ein Gerät hat eine Anlaufzeit. Okay. Und die kann man dann wunderbar, da haben wir Dutzende von Referenzen von Menschen, die den Energieverbrauch aufgeschrieben haben, da kann man dann wunderbar sehen, wie nach einigen Wochen, wenn die Energiespeicher gefüllt sind, der tägliche Stromverbrauch immer mehr absinkt. Das sind wunderschöne Kurven, die uns unsere Kunden
dann eben als Säulengrafiken oder als Kurvengrafiken zur Verfügung stellen. Gut, aber in einem Langzeitversuch müsste man ja, wenn man konstant so mal genau. Gegenleistung wo drüber laufen lässt, dann müsste, ja. ohne dass man irgendwas dazu tut, plötzlich die ganz Leistung genau. größer werden. Ne? Jetzt haben Sie es ganz richtig erfasst. Es braucht, man müsse die Anlaufzeit überwinden, eben bis diese Energiefelder dann durch die Energiezufuhr sich wieder stabilisiert haben und dann käme dann die Reaktion. Also und offiziell, ein offizielles Institut hat sich leider noch nicht bereit erklärt, so einen Langzeitversuch zu machen. Ganz genau. Da bin ich noch am Suchen, weil die Menschen müssen dann eben bereit sind, diese speziellen Prüfbedingungen zu akzeptieren und Langzeitversuche zu machen. Und der Grund, warum sie es machen, ist, weil sie einfach überhaupt nicht verstehen würden. Also ich glaube, der Grund ist wahrscheinlich, weil sie auf keinen Fall glauben, dass da auch noch irgendwas dabei rausschaut, ne, oder? Ich meine... Ja, einfach zum Teil wird es überhaupt nicht begriffen. Ich selber habe es verstanden, eigentlich von östlichen Physikern, die eben vor 20 Jahren zum Teil in Instituten völlig andere Wege gegangen sind. Also das heißt, die östliche Quantenphysik, die unterstützt mich, die erkennt das und die hat sich dann hauptsächlich mit den gleichen, soll ich sagen, mit den gleichen Erkenntnissen der sogenannten Schwingungsmedizin zugewandt. Und da gibt es gerade sehr viele russische Erfindungen in der 2 verschiedenen Systeme, die eigentlich die Elektroneninformationen nutzen im medizinischen Bereich. IMEDIS ist zum Beispiel eins dieser Geräte, ne? MEDIS? IMEDIS. Ja, glaube ich, ist auch eins, ja. ja. Dann das CME und dann gibt es noch verschiedene Dinge. Also Dr. Igor Roselsky, mit dem ich zusammenarbeite, der hat 27 Patente eben auf seinem CME, Complex Medical Expert, ein Gerät, das 280.000 medizinische Faktoren am Spin, Spingeschwindigkeit und den emittierten Frequenzen der Elektronen erkennt. Okay. Im Chat fragt jemand, und zwar Neo, nach den Kosten für die, also mehrere schon, aber Neo war glaube ich der Erste, mit den über die Kosten dieses Geräts. Also jawohl. Ich meine, im Prinzip wahrscheinlich muss man das einfach selber ausprobieren. Ne? Also was kostet denn so ein Kästchen und ja, also es kommt natürlich auf den Verbrauch an, aber jetzt gehen wir von einem normalen Einfamilienhaus oder von einer Wohnung aus. Ja? Das heißt, dass die Absicherung maximal 35 Ampere ist. Dann braucht es ein kleines Gerät, das im Moment 1070 Euro ohne Mehrwertsteuer kostet. Und das reicht dann eben, um diesen Effekt zu erzeugen. Es ist mir aber wichtig, dass man nicht alles an den Kosten aufhängt, weil die Antennenwirkung auf diese kosmische Energie, die Bündelung dieser Kraft, führt eben auch zu einer Harmonisierung der Häuser. Das heißt, Elektrosmog wird aufgehoben, es entsteht eine Harmonisierung von Wasserarten, von Erdstrahlen, von all diesen Dingen, die wir heute ja wissen, dass sie der menschlichen Gesundheit ziemlich Schaden zufügen. Gut, aber ich meine, wenn sich jetzt jemand so ein Gerät kauft, aufgrund der Versprechung, dass er ungefähr 30% Stromersparnis hat und dann nach einem halben Jahr feststellt, es tut sich rein gar nichts, was passiert dann? Ja, das ein halbes Jahr reicht auch nicht. Wir wollen natürlich den Leuten Sicherheit geben und ich kann Ihnen sagen, meine Firma ist sehr gesund, weil seit 20 Jahren arbeite ich so. Wir haben keine Bankkredite, nichts. Und wir geben den Menschen 2 Jahre Rückgabegarantie plus noch 3 Monate Reaktionszeit. Das heißt, wir wollen, dass sie die Möglichkeit haben, 2 Jahre lang die Stromentwicklung eben zu kontrollieren. Wenn sie dann nicht zufrieden sind, können sie das Gerät zurückschicken und sie kriegen das Geld zurück. Das einzige Risiko, das beim Kunden verbleibt, sind die Installationskosten. Na gut, bei den heutigen Zinsen werden sie auch so nicht allzu viel verlieren, aber das heißt, wenn dieses Ding nach 2 Jahren, aber vorher kann das nicht zurückgeben, also nach 3 Monaten. Das hat einen Grund, eben wegen dieser Anlaufzeit, die muss überbrückt werden. Also könnte ich Ihnen jetzt zum Beispiel Referenzen zeigen, ein Bauer, nicht weit von hier, wo ich wohne, der hat im ersten Jahr dann 11,3% Reduktion. Also im ersten Halbjahr, im zweiten halben Jahr war es verglichen mit 3 Vorjahresperioden, wie ich schon erklärt habe, waren es bereits 33% und im dritten Halbjahr waren es dann 49,4%. Also wie viel haben Sie nochmal gesagt, kostet dieses Gerät? Also ein Einfamilienhausgerät kostet 1070 Euro. Ja. Wir müssen allerdings auf 1. Januar ein bisschen aufschlagen auf 1280 Euro, aber das ist die Größenordnung.
Und je größer natürlich der Stromverbrauch im Industriewerk und so weiter, desto höher gehen die Kosten. Also 1070 Euro ist natürlich nicht so wenig, ne? Also das, und nach 2 Jahren, wenn sie nichts tut, kriegt man dann sein Geld zurück. Ganz genau. Ja. Ja. Ja, gut, ist durchaus interessant, vor allem, was halt auch da auffällt, ist, dass, also sie wollen auch, dass möglichst viele dieser Geräte quasi im Betrieb sind. Warum? Ja, weil dahinter steckt natürlich auch eben eine Bewusstseinsbildung. Menschen müssen sich öffnen für neue Energieformen. Stellen Sie sich einfach vor, im Moment sind etwa 220 Atomkraftwerke auf der ganzen Welt geplant oder schon im Bau. Allein in China sind über 70 Kohlenkraftwerke gebaut. Das sind Umweltverschmutzer. Wir produzieren nach wie vor atomaren Abfall. Und das gehört einfach ausgemerzt. Das ist, wir haben auch das Sendungsbewusstsein, einen Beitrag zu leisten, dass man diese umweltschädlichen Technologien ablösen kann. Und stellen Sie sich vor, dass wenn wir eben tausende von solchen Geräten ins Netz hängen und die Information bereinigen, dann bleibt diese Information, weil das ist die Eigenschaft der Elektronen, die geben sich gegenseitig die Information weiter. An jedem Einspeisepunkt wird nicht nur der Strom, der verbraucht wird, informiert, sondern es wirkt auch zurück ins Netz. Okay. Das heißt, wenn wir tausende von Einspeisepunkten haben, dann wird diese Information schlussendlich vom Hochspannungsnetz aufgenommen, die Negativität nimmt ab, es kommt zum Punkt, wo das ganze System sich umpolt, quasi biologisch positiv wird, und schlussendlich ist die Information so stark, dass die Elektronen auch im Netz beschleunigt wird. Im Grunde genommen helfen wir also auch den EWs, den Strom effizienter zu machen. Und je effizienter das er wird, ohne dass dann jemand noch ein Gerät kauft, je effizienter das er wird, desto weniger Strom braucht es, um die Haushaltgeräte zu betreiben. Das mit anderen Worten, wenn das ganze Netz effizienter wird, wird der Stromverbrauch anstatt ständig zunehmen, beginnen abzunehmen. Das ganz klare Ziel ist, dass man zuerst mal Atomkraftwerke abstellen kann. Das ist quasi das idealistische Ziel, das wir dahinter verfolgen. Wenn sich jemand das anhört, kann er natürlich aus dem Eindruck gewinnen, das ist im Prinzip nur Abzocke und sie wollen quasi Leuten für 2 Jahre ihr Geld abknöpfen. Und das dürfen Sie durchaus so sehen, ja. Aber ich kann Ihnen zum Beispiel jetzt sagen, wir sind seit 2,5 Jahren auf dem Markt und sind jetzt die ersten 200 Geräte, die wir damals gebaut haben, die jetzt gerade aus der Garantie rausfallen. Und wir haben ein einziges Gerät zurückbekommen. Okay, ein einziges noch? Ein einziges Gerät, letzte Woche mit einem Einzeiler. Wir sind mit diesem Gerät nicht zufrieden, deshalb senden wir es Ihnen zurück. Okay. Das haben Einzeiler unterschrieben und die kriegen das Geld zurück und fertig. Okay. Ich denke, dass das für sich spricht. Und dafür haben im Gegenteil Leute, die jetzt 2 Jahre eben aus der Garantie rausfallen, uns eben weitere Meldungen gemacht. Und da sind mehrere darunter, die eben gezeigt haben, dass das zweite Jahresergebnis noch wesentlich besser ist als das erste Jahresergebnis. Haben Sie diese Zahlen noch irgendwo veröffentlicht? Wie? Haben Sie diese Zahlen noch irgendwo veröffentlicht? Ja, zum Teil schon. Wir müssen aber aufpassen. Wir haben zum Beispiel Referenzen mit Namen zum Beispiel ins Internet gestellt. Das Resultat war dann, dass diese Menschen natürlich nachgefragt wurden. Eben ein Bauer, den ich auch im Internet hatte mit Namen, der musste dann so häufig ans Telefon, dass er richtig am Schluss aggressiv wurde und sagte, ich bin nicht eure Auskunftsperson und sie so, dass wir die Referenzen anonymisieren müssen und nur im Ausnahmefall, das ist natürlich bei uns alles hinterlegt, in Ordnung, da kann man die Originale einsehen und das könnte also nur im Ausnahmefall einsehen lassen. Ich kann aber sagen, dass gerade jetzt diesen Herbst auch viele eben